Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time 3D. Im letzten Part haben wir uns Epona fair und anständig erkämpft durch ein Pferderennen. Und wir sind jetzt auf dem Weg zum Waldtempel. Wie auch immer wieder hinkommen. Ach ja, das ist der richtige Weg. Leider können wir Epona nicht in den Wald mitnehmen. Aber stellen wir sie mal hier ab. Und dann wird die auch brav auf uns warten. Ja, und der Kokiri-Wald hat sich ganz schön verändert, wie man sieht. Überall hier Monster, die Kokiris verstecken sich in ihren Häusern. Zisch ab. Aber unser Haus ist noch da. Bringt uns nur leider nicht viel. Sie scheinen viel in der Welt herumgekommen zu sein. Haben Sie jemals einen Jungen namens Link getroffen? Mido behauptete damals, dass dieser Junge Schuld am Tod des Dekobaumes hatte. Nur Salia hat Link immer verteidigt. Vielleicht hatte Mido Unrecht. Ja, ganz sicher hatte er das. Und es sieht ganz so aus, als ob sie Link nicht wiedererkennen würden. Unsere Freunde erkennen uns nicht wieder. Irgendwie traurig, wenn einen die eigenen Freunde nicht wiedererkennen, nur weil man erwachsen geworden ist. So, und der Waldtempel befindet sich ganz tief in den verlorenen Wäldern. An einem Ort, wo wir schon mal gewesen sind. Und da steht er wieder im Weg, dieser kleine Giftzwerg. Wer sind Sie? Mich können Sie nicht täuschen, auch wenn Sie Kleidung tragen, die der Kokiri ähnlich ist. Ich habe Salia versprochen, Sie vor allen Gefahren zu schützen. Wenn Sie sie wirklich unbedingt sehen wollen, dann zeigt mir, dass Sie wirklich ein Freund von ihr sind. Zeigt mir etwas, das Sie mit ihr verbindet. Pa, als ob sie einen Erwachsenen wie Sie zum Freund hätte. Wie du willst. Ah, so ging das Lied. Diese Melodie. Salia hat sie geschrieben. Sie kennen Salia? Das Lied. Salia hat das Lied nur ihren engsten Freunden beigebracht. Nun gut, ich vertraue dir. Komisch, irgendwie erinnerst du mich an jemanden. Ja, wo geht's jetzt lang? Na, hier scheinen wir richtig zu sein. Das Lied geht weiter. Ab hier wird es ziemlich eng. Sei vorsichtig, damit dich keine miesen Typen erwischen. Ja. Ah, schlechte Idee. Ah! Lass mich doch raus hier. Hm.
Warum klappt das denn nicht? Habe ich sie gegeben. Du Sackgesicht. So. Hier ist irgendwo eine Spinne. Da oben ist sie. Der Fluss der Zeit ist grausam. Seine Geschwindigkeit scheint für jede Person vorbestimmt. Niemand hat die Möglichkeit, sie zu ändern. Etwas, was sich nie verändern wird, sind die Erinnerungen an vergangene Tage. Genieße daher jede Sekunde deines Lebens. Mit dem Menuett des Waldes kehrst du zum Waldtempel zurück. Du hast das Menuett des Waldes erlernt. Link, wir werden uns wiedersehen. Ja, das habe ich befürchtet. So, das hier ist der Waldtempel. Oh, ich liebe diesen Tempel. Allein wegen der Musik schon. Kommt ihr fein.
erstmal hier oben gucken. Ja, da ist nämlich schon so eine schöne goldene Spinne. Kleiner Schlüssel eröffnet eine verschlossene Tür. Du kannst sie nur in diesem Labyrinth einsetzen. Ja, die sind immer wichtig, diese kleinen Schlüssel. Kein Problem. Ziemlich finster hier. Ja, und das sind die vier Irrlichtschwestern. Und das hier ist der Fahrstuhl zum Boss. Und das heißt natürlich jetzt als Hauptaufgabe, diese Schwestern jetzt hier zu finden. Und die Flammen wieder zurückzuholen. Na, hier geht's, glaube ich, zum Labyrinth. Wegen der Kerzen. Ich nenne es immer Labyrinth, ich weiß auch nicht warum. Auf diesem Boden sind Pfeile aufgemalt. Ach nee, wirklich? Ich dachte, das sind Sterne. Sehen auf jeden Fall schon mal schöner aus als in der Originalversion. Schieben, nicht rollen. So, und jetzt kann man hier hochklettern. Schwupp. Ja, und um den weiter zu verschieben, muss man unten die Leiter benutzen. Ja, genau, damit kommt man auf die andere Seite und kann dann von hinten schieben. So, jetzt müssen wir nochmal von vorne. Müssen wir ziehen. Kommen wir noch einen Stock höher. Und haben uns noch eine Treppe geschaffen. Und wie ihr schon hören könnt, warten da oben schon ein paar Gegner auf uns, die so viel Krach machen. Schön lehmen und dann draufhauen.
Und leider haben wir keinen Schlüssel. Das heißt, wir müssen erstmal in einem anderen Raum nachgucken. Au. Zieh ab. Noch eine an der Wand. Nicht die Wand, die Spinne. Was hast du dir so gedacht? Ha! Oh je, oh je, oh je. Mich doch verteidigt gehabt. Wieso konnte der mich treffen? Das ist dieses Affentheater. Da haben wir schon mal einen Schlüssel. In den kleinen Truhen sind meist die Schlüssel drin. Oder aber Geld. Oder aber Herzen. Da bin ich doch gekommen, oder nicht? Aha. Hat keine Tür. Oh, immerhin haben wir schon mal den Schlüssel fürs Labyrinth. Endlich mein Herz. Für sowas wäre jetzt eine Truhe mit einem Herz ganz gut. Zisch ab. Keine Zeit für dich. Erschreck wen anderes. Das Auge, da kümmern wir uns später noch. Jetzt sind wir hier im verdrehten Korridor. Ja, ich weiß, dass er verdreht ist. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke hängen. Alles klar, und da brauchen wir wieder einen Schlüssel. Toll! Und wieder zurück. Yeah! Wie sollte es auch anders sein? Dieser Durchgang scheint ja sehr wichtig zu sein. Man so viele Schlüssel benötigt. Hallo, ich will raus hier.
dann gehen wir erstmal in den Garten. Das allerdings erst im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.